Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Secret of Mana mit dem lieben Exider. Hallo. Hallo. Alles klar? Ja. Schön. Ich habe mich mal für was anderes entschieden, als durchzudrehen. Auf und ab zu laufen? Ja. Bist du Flash? Nein. Dann willst du auf und ab gehen? Nein. Wo müssen wir hin? Ja, wir sind jetzt in der Nordstadt. Ich denke mal, wir müssen uns irgendwie verkleiden oder irgendwas muss auch passieren. Capital of the Vandal Empire. Vandal Imperium. Bam, bam, bam. Haben wir hier schon nach Geschäften geguckt? Das ist kein Geschäft. Ich bin aber nicht reingelaufen. Nicht? War ich das? Ich bin nur dran vorbeigehen wollen. Der lustige Mütze. Ja, schon die Kinder rennen auch alle so rum. Die rennen alle so rum. Guck mal, was hier um die Ecke hier. Das ist noch ein Raum. Da geht's nach oben. Ach nee, das ist hier dieses Rebellending da. Echt? Ja. Okay. Dann waren wir hier ja schon. Und dann haben wir gesehen gehabt, dass man da schlafen kann halt, ne? Achso, ich bin der Junge. Ich will Juna sein. Sei doch Juna, hätte ich doch keine von ab. Ich bin Juna. Da geht's nur über die Mauer. Was gibt's hier unten? Ein Gebäude, in das man nicht rein kann. Das sieht aus wie ein Geschäft, oder? Mit so einer komischen rot-weißen Markise? Ja. Nee, kein Geschäft. Don't let bad thoughts consume you. Hört euch nicht zu viel. Immer schön Kopf hoch und nach vorne schauen. Dann wird alles gut, ja. Ich weiß nicht, ob wir nicht irgendwas an Material verbraucht haben. Sollten wir vorher klären. Ja. Das ist schon wieder hier das nächste Haus. Some fellas from the castle were gabbing about. Ich glaube, wir müssen eins finden mit Schiff, sonst wird das nix. Liest du gerade diesen Schatz da? Welche aus dem Schloss haben sich über einen versunkenen Schatz in der Nähe des Korallenriffs im Süden unterhalten? Aha. Ja. Ein Tipp für einen Schatz? Oh, das ist doch geil. Aber in den Süden. Oh, guck mal, hier ist ein Café oder so. Hier ist das Rebellenversteck. Aha. Entschuldigung, ich wollte nicht reinrennen. Guck mal hier, die große Ladescreen-Show. Das sieht doch aus wie ein Geschäft. Oder? Was ist das? Jetzt bist du reingelaufen. Ja, weil ich auch rein wollte. Ja, ja, das behauptest du jetzt. Ja, guck mal, wir haben. Schneemannring. Nee. Golemring. Den haben wir. Silberarmreif. Den haben wir. Der ist neu. Den müssen wir mal einkaufen und gucken, ob der was bringt, hä? Der wird was bringen. Der ist für alle drei. Ja, einfach alle kaufen, komm. Drei. Wie nur eine Unterhose? Tiger-Bikini. Tiger-Kostüm. Rubin-Harnisch. Ich setze mal auf das Tiger-Kostüm, weil das ist einfach teurer. Jo. Auf jeden Fall. Ja, dann kriegt die eine den Bikini und die anderen, Und für alle drei Tigerkappe. Ja. Gut. Anything else? Come again. Wow. Was denn? Wieder was Neues. Ihr schaut ja nicht. Es ist immer noch der andere Knopf dann. Mach mal. Ich mache mal. Ich guck mir jetzt halt raus. Dann guckst du, wie es schneit. Ja. Ja. Und windet. Schneiden und windet. Plus 9 in Verteidigung. Das ist gut. Das ist echt gut. Und der Ring gibt nochmal 3 und 6. Ja. Sehr schön. So, dann den Jungen. Der kriegt ja auch die Mütze, ne? Ja. Ja. Ja, alle. Der hat statt einem toten Waschbär einen Tiger auf dem Kopf. Okay, die andere musst du machen. Da, 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 da. Jetzt kriegt die den komischen Bikini, genau. Gut, dann können wir schon unseren Krempel verkaufen. Ja, dann haben wir dann den Krempel verkauft. Dann können wir gucken, dass wir weiter die Gegend erkunden. Ach, warte mal, haben wir denn hier alles voll? 4, 4, 4, 4, das sieht gut aus. Okay, dann brauchen wir gleich nicht nochmal anquatschen mit kaufen. Das ist schon mal gut. Ja. Okay, die Kapuzen hatten. Kann ich ja finden fest. Anything else? Come again. Gut. Sollen wir nochmal speichern?
Nach der Shopping-Orgie? Nö. Gut, dann erklär mir mal, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Spitze. Du hast den Klassiker gespielt. Ja, das ist aber auch 20 Jahre her. Das ist nicht mein Problem. Hm. Also ich vermute, dass wir hier irgendwie raus müssen. Zur Stadt. In der Stadt und kämpfen und so ist irgendwie schlecht. Folgen wir einfach doch mal dem Weg. Gute Idee. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus, weil hier kann man was machen. Hey, ich hab direkt mal verfehlt. Und gleich nochmal. Ich glaube, die können was ab, die Typen. Man trifft die überhaupt nicht. Doch, doch. Aber die Schadenzahl siehst du nur ganz oben, ganz wenig da. Total abgeschnitten. Die können aber richtig im Fund einstecken, ha? Ja. Die Typen. Ah, hier geht's schon mal nicht lang. Also zurück. Aber rechts oben gab es ja auch noch einen Weg. Vielleicht versuchen wir es da mal. Ja. Vielleicht kommt man hier dann auch raus. Ja. Oh. Sieht ganz schön sandig aus. Nicht schon wieder Sand. Oh Mann. Das kommt mir bekannt vor. Pamela, wake up! Pamela, wach auf. Alles in Ordnung mit dir. Sei still, ich will nichts mehr hören. Ich komme nicht zurück. Du Luck und ich sind glücklich hier. Lass uns in Ruhe. Na, was sagst du jetzt? Das ist die Rache dafür, dass du ihn mir damals weggenommen hast. Er wird nie dir gehören. Was? Du machst Witze, oder, Pamela? Ha, fühlt sich gut an, als Siegerin dazustehen. Erst mal eine geben. Ja, mit der Lanze. Pamela, ich habe doch gar nicht, ich wollte das nicht. Ja, alles klar. Bringen wir sie zu Chris. Komm, Betty. Was ist passiert? Oh, du bist aber schnell da. Aber richtig schnell. Chris, würdest du dich ein Weilchen um unsere Freundin hier kümmern? Ist eine lange Geschichte. Okay. Es gibt da einen Arzt, der unserer Sache wohlwollend gegenübersteht. Wir bringen sie zu ihm. Danke. Keine Sorge, wir machen das schon. Geht los und helft Dulac. Aha. Ich habe das Gefühl, der ist da irgendwo. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gleich in ein ziemliches Gemetzel geraten. Ich glaube, das wird alles total entspannt. Ja. Guck mal, hier geht's schon mal hoch. Okay, es geht einmal in die Mitte, einmal eher. Oh, erstmal am Gegner vorbeilaufen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich dachte, es ist einfach irgendwie. Und er heilt sich erstmal, während er schön auf dem Boden rumgammelt. So haben wir es gern. Ein Zombie. Ja, und heilt sich, ey. Guck dir das an. Okay. Ach nee, du hast die. Du musst mal gucken, was der ab kann. Mach mal Analyse. Nee, warte. Jetzt. Ah, nein. Weil vorher macht das keinen Sinn. Also. Der heilt sich 300. Wir machen gerade mal 50 Schaden oder so. Ach. Habt nichts. Haben wir noch nicht. Nee. Oh, super gut. Ha. Da ist eine Tür. Ich hab's auch gesehen. Angst, Angst, Angst. Noch eine Tür. Ja. Der in der Mitte mit dem Zepter, der sieht lustig aus. Ja, das stimmt. So mit den Bäckchen so links und rechts so. Blub. Naja, eigentlich sind ja Wangen. Bäckchen sind am. Lanze! Du hast die Lanze auf 4 jetzt. Yay! Müsstest du jetzt eigentlich fertig haben, ne? Ich hab keinen Schimmer. Oh! Mein Einsatz. Sobald wir die Wolke haben, sollten wir laufen. Ich muss mir selber zur Seite schieben, die Gegner, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob wir jetzt hier auch nur ansatzweise richtig sind. Ich auch nicht, aber es sind oh immer nein, guck dir eine wildgewordene Pflanze. Oh, eine irre Pflanze. Einen Schaden gemacht. Hey. Ich lade meine Waffe auf. Mach das mal.
Stufe 3. So, jetzt wo ich aufgeladen habe, ey, ganz ehrlich, das Aufladen ist doch kacke, ehrlich. Das lohnt sich meistens nur bei Endgegnern. Ja, und bei Endgegnern gehe ich drauf, wenn ich das mache. Das ist bescheuert. Oh, 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 Kiste. Okay. Nein, du hast so ehrlich. Ach, guck mal, so viel zum Thema, ich bin fertig mit der Lanze. Ja, gut. Gut, dass wir jetzt erst hier lang gegangen sind. Ja. Lass mal stehen, komm. Ja, ich hab gerade auch mit mir gehadert. Ja. Aufstehen lassen, komplett. Aufstehen lassen. Blöde komm. Wolken. Also weiter. Oh, der Schnee nimmt zu. Ja. Oh, Gottes Willen, ja, mit Auge. Dem Herz. Oh ja, das gibt XP. Und das wieder weniger. Ein Auge, das Augen spawnt. Witzig. Ja, und wenn wir es im Auge getroffen haben, dann kriegt das hier so eine Träne. Das ist total süß. Das ist auch noch eine Tür. Ja, die machen wir auch sofort. Aber erstmal das schöne Auge hier. Verfehlt. Was war das für eine Attacke? Keine Ahnung, ich wollte nicht für wen. Reines Licht. Keine Ahnung. Okay, rein da. Finden wir mal raus, was da los ist. Noch so ein Auge. Ja, ja, erstmal aufs Auge gehen, ne? Ja. Ach, aber die Fledermäuse sind halt auch nicht so ganz nett. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich bin nicht sicher. Also, die haben schon ein komisches Gesicht. Die sind eher nach aufgeplusterten, verkleideten kleinen Quälgeistern, ich meine kleinen Kindern, aus. Ach, die gehen wieder nicht. Nee. Lass mal stehen, komm. Einfach weiter. Gegner, die man nicht kaputt kriegt, sind doof. Hey, vielleicht gibt's ja gleich wieder eine Kiste. Ich dachte, genau deswegen machen wir das gerade hier, weil wir hoffen, dass wir noch eine Krise kriegen. Für Schwert wäre es nicht schlecht, weil da fehlt uns eins noch, dann hätten wir auch auf vier, das war jetzt, ne? Oder auf drei? Ich glaube auf vier. Wir sind schon alle auf vier, ne? Oder, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Boah, die Augen. Ja, geht so gut. Sehr schön. Meins. Ja, sehr schön. Aber kein Schwert, Bogen. Ja, doof. Ganz ehrlich, ganz doof. Okay, jetzt wissen wir schon mal Bescheid. Hier oben hat es sich zwar gelohnt, lang zu gehen, aber hier geht's nicht weiter. Nee. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss, wenn man in den Tempel und sowas reingeht, wirklich erst links und rechts die Türen machen, bevor man in die Mitte versucht reinzugehen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht schon irgendwo was Wichtiges übersehen. Oh, toll. Ich bin ein Mogri. Nee, du bist ein Mogri. Ja, komm. Und ich bin verwirrt. Jetzt bin ich auch ein Mogri. Da unten sehe ich eine Tür. Yep. Würde ich auch sagen, nehmen wir die erstmal. Oh. Okay. Hier ist relativ entspannt. Das ist mein neuer Lieblingsraum, so da gibt es keine Gegner drin. Ja, so ein lila Teppich, das ist schon was, ne? Gucken wir mal auf der anderen Seite. Warte mal. Versuch mal einfach mal mit Analyse hier einfach durch die Gegend zu zaubern. Achso, ich bin wieder bei dem Jungen gelandet, versehentlich. Ne, jetzt nicht. Ich dachte nur, vielleicht kann man hier irgendwas machen, weil der andere Raum kam ja auch schon irgendwie spanisch vor. Ja. Weiß ich nicht. Dann bleibt nur noch die Mitte. Aber nur Deko-Krams. Halt. Deko. Ah, Geister. So glaube ich. 175, wow. Willst du nichts, wenn ich das mit den Viechern direkt halte, ne? Hier nicht gehen, wir haben zwei Kisten, die weglaufen wollen. Okay, bevor wir weitergehen, sollten wir uns erstmal heilen. Finde ich. Du meinst dich? Ja, der Junge hat auch ein kleines bisschen. Ja, Entschuldigung, aber den Jungen dafür bin ich nicht verantwortlich. Guck mich nicht so an. Die guten Mana-Punkte. Na, oh mein Gott, du kannst dir das überhaupt glauben. Oh,
kann auch durchlaufen. Yep. Oh, ja. Ja, hier sollte man durchlaufen. Ja, Gott, nee. Zombies! Okay, das ist ein größerer Raum, den sollten wir auf jeden Fall gucken. Der eine liegt erstmal, der andere liegt wieder. Nein, 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 nicht rein, nicht rein. Hier, komm, komm, von oben. Komm, komm, komm. Okay. Er hat so eine Kette um, halt. Das sieht aus, als wenn er selber irgendwie gefoltert wurde und das so gemacht wurde oder so, keine Ahnung. Oh, okay. Meine Lieblinge. Ja, und die können uns jetzt in Feuer stecken, in Brand stecken. Die brandschatzen uns. So, weiter geht's. Hast du schon eine Tür oder so gesehen? Ja, jetzt. Ah, okay. Ja, dann lass uns durchgehen. Ach, scheiße, okay. Ich mein, na. Egal, oh. Ja, wir gehen mal weiter. Oh, mies. Ein großer Raum. Die hüpfen dann so zurück, wenn du die angreifst. Oh, das ist geil, normal, komm. Oh, jetzt machen sie es nicht mehr. Blöde Wand. Okay, auch nur eine Treppe nach unten. Okay. Hm. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Ich glaube, wir haben uns schon längst verlaufen. Es gibt keine 2-3 Wege oder sowas. Ich bin sicher, wir haben bestimmt irgendwo was übersehen. Ich bin mir schon zu 99% sicher. Die Ratte wegschubsen, wenn ich gerade auf ihn hacke. Ebenfalls! Jetzt okay, gibt's aber zwei Wege. Treppe runter. Erstmal aufs Auge. Ja, ich glaube, man muss da die Stacheln runter machen. Ja. Das sieht ganz so noch aus und deswegen muss man wahrscheinlich erstmal nach unten. Um das Auge rum. Um das Auge rum. Und dann hauen. Was ist hier? Was ist hier? Hier lang, hier lang, hier, hier, Punkt. Nix. Okay, da unten ist auf jeden Fall schon mal ein Auge. Oder auch erstmal ein Magiebann. Okay. Ich glaube, jetzt kann sie nicht mehr zaubern. Wollte gerade auch nicht. Okay, was haben wir hier? Da unten geht's auch noch lang. Da ist aber blockiert. Da rein. Okay. Wolken. Da durch. Täglich grüßt das Murmeltier hier. Guck dir mal an. Ja, die sieht alle gleich aus. Deswegen sage ich ja. Bin nachher hier nie wieder raus. Wir mal weiterkommen. Ach, da ist eine Tür. Ein Schalter. Jo. Somit haben wir den ersten Schalter gefunden. Ich hoffe, wir können ihn auch aktivieren. Aber das seht ihr erst in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.